Willkommen zum Finale LoL-Turnier 2014. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt endlich im Finale angekommen. Wir haben es jetzt knapp nach 21 Uhr. Und ihr wisst ja, ich bin absolut Noob in Sachen LoL. Deswegen habe ich mir tatkräftige Unterstützung geholt vom Valky oder auch Robin. Hallöchen. Hallo. So, wir sehen jetzt hier, du musst mir jetzt, sag uns mal allen, was für eine Lane die ganzen Champions spielen werden. Also, im oberen Team, da wird Shyvana definitiv Jungle gehen. Da sie Smite dabei hat. Genau. Lulu wird supporten mit Ezreal auf der Botlane. Halt, der Garen wird Toplane gehen und die Morgana Mitte. Im Gegnerteam wird Jhana supporten, der Udyr wird auch Jungle gehen gegen die Shyvana. Die Caitlyn geht auch Botlane mit der Jhana. Der Darius, der wird Toplane gehen und die Katarina wird Mitte. Ah ja, wunderbar, dankeschön für diese Einschätzung und Analyse. Ja. Und ja, mal gucken, am Anfang ist es ja immer so, dass sie den Jungle sehr schützen. Ja, und mal gucken, ob es gleich am Anfang zu einem Fight kommt. Da bin ich aber sehr gespannt von. So, wir sind jetzt im Game drin. Ich werde jetzt hier kontinuierlich durchfilmen und das Halbfinale mal gucken, welches Match, ob ich das erste Match auch wirklich reinbringen werde oder nur das Match zwischen Team 1 und Team. Was war das? Team 4. Genau, so. Jetzt gucken wir mal. Naja, also deine Einschätzung scheint richtig zu sein. Sie markieren. So, wenn du was sagen möchtest, sag's nur, ne? Ja, ich werde dann schon sagen. Keine Sorge. So. Die Leute stellen sich auf und das Spiel wurde pausiert. Ich muss gleich mal gucken, was hier passiert ist. Deswegen machen wir eine kleine Unterbrechung und wir fragen nach, was los ist. So, wir kommen wieder zurück. Da hatte einer von Khans Team Internetprobleme, aber wir sehen es hier, wir befinden uns im Jungle. Robin ist auch noch dabei, das freut mich sehr. Jo. So, jetzt gucken wir mal, ob es hier zum Fight kommt. Ja, Khan ist in der Bredouille. Ah, okay, er schafft es aber noch unter den Tower. Wunderbar. So. Das war irgendwie gar nicht mal so unclever von Team Blau, muss man sagen. Ja, man muss sagen, also beide Teams haben jetzt nicht so die Invade-Monster. Nicht? Nee. Nee, also naja, mit Udyr sind sie eigentlich auf Khans Seite relativ gut bedient schon, aber also auf Level 1 zählt eigentlich so gut wie nur CC. CC, CC, CC. Okay, oh, da wird einer fixiert. Wer ist das? Der Final Dante? Das ist Darius. Darius. Da. Der ist alleine da und zu zweit könnten sie das sogar kriegen. Ja, guck, schaut. Ja, aber ich glaube, die gehen da hin warden einfach nur. Nee, die gehen drauf. Schau dir das an. Ja, aber die werden ihn nicht töten. Die so. Werden nur warden. Da, jetzt haben sie den Red Buff gewardet. Das gleiche haben sie bei uns auch gemacht. Also. Okay, da. So funktioniert das hier also. Mhm. Bei uns ist es manchmal sogar noch so, dass wir gar keinen Jungle haben bei unserer Stufe, also bei meiner Stufe, Level 19. Da sind zwei Top, zwei Bot und einer in der Mitte. Ja, das kenne ich auch noch. Das ist halt weil viele noch keine wirkliche Rüstungsrune haben und ohne Rüstung kommst du im Jungle nicht weit. Ja, genau, eben. Ich merke auch, scheiße, ich sterbe sehr oft. Auch durch scheiß hier Vasallen und so, ne? Okay. Und auf jeden Fall auf der Top-Lane wird der Final Dante schon ziemlich aggressiv rangehen, schätze ich mal. Mhm. Allein da er sich einen Dorans gekauft hat, also einen Dorans Klinge, mhm. Einfach am Anfang einfach einen besseren Angriffsschaden zu haben wahrscheinlich, ne? Ja, genau, weil er hat einfach Adi dabei und das Dorans Schild kauft man nicht mehr als Sustain. Also damit man länger auf der Lane bleiben kann und das Dorans kauft man dann eher, wenn man Schaden machen will. Mhm. Er ist ein recht aggressiver Spieler. Oh ja, das sieht man so schon. Fires bekommt wieder so ein paar Probleme und ein paar auf die Fresse, muss man ja auch mal dazu sagen hier, Mensch. Ah. Gut, aber das ist halt der Vorteil, wenn man dann unterm Tower ein bisschen farmen kann, dann verzieht sich der andere ein bisschen und somit kann Fyhas immer weiter farmen, doch Final Dante wird ihm auf jeden Fall das Leben sehr schwer machen. Jetzt gucken wir mal, wie es bei Bot aussieht. Bei Bot sind die Blauen eher dominanter, habe ich so das Gefühl, ne? Ja, die sind ein bisschen dominanter, aber... Die Sache ist einfach, Caitlyn hat ihre Range und sie kann halt die ganze Zeit poken. Aha. Und irgendwann werden sie wohl engagen, aber es halt mit Jhana hat nicht so den krassen Engage. Achso, okay. Mhm. Die werden wahrscheinlich auf den Gank von Udyr warten oder wenn die Gegner ziemlich low sind.
Ich spiele Lulu auch gerne als Support. Also, Lulu finde ich einen coolen Champ, vor allem ihre Ulti. Ja, Lulu ist mordslustig. Ja, auf jeden Fall. Also Lulu macht richtig Spaß zu spielen. Allein weil, das finde ich bei Lulu ziemlich krass, dass ihr Movement Speed skaliert auf AP. Das ist Okay. der einzige Champ, bei dem das auf AP Jetzt skaliert. kommt der Oder, Jungler auf die genau. Botlane. Jetzt muss Lulu vielleicht sogar dran glauben. Ja, Lulu muss dran Ja, glauben. die Ja, die stirbt. ist kaputt. Ciao, Lulu. Erstes Blut für Team Violett. Gut gemacht vom Jungler. Auf jeden Fall auf die Lane gekommen und gleich mal den Supporter ausgeschaltet. Das wird jetzt schwer für den ADC. Wer ist der ADC von, also der Nordhawk? Wer ist das für ein Champ? Nordhook, der ist Ezreal, Ezreal. Ezreal, genau, Ezreal, okay. Der ist auch ein recht guter Ezreal, der hat uns ziemlich kaputt gemacht. Ui, okay. Der hat halt, ich glaube, einen Quadra Kill bekommen bei uns und dann war alles gelaufen. Ein Quadra, das, ey, pass auf, ich als Stufe 19er habe zurzeit einen Dreifach-Kill gemacht. Also ich habe letztens, oh, ich weiß nicht, letzte Woche glaube ich, also, ey, ich habe mich gefeiert. Alle meine LOL Freunde angeschrieben, ich habe einen Dreifach-Kill gemacht. Ja, und ey, das habe ich gefeiert. So, was ist passiert? Ich habe mit Neo Shen gespielt und der hat erstmal einen Fünffach-Kill gemacht. Alter, ich war so eifersüchtig, das glaubst du nicht. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Aber die Eifersucht sollte natürlich nicht zu groß sein, da man in einem Team spielt und Teamwork ist sehr wichtig bei LOL. Auf jeden Fall, wenn man sich da absprechen sollte. Wie habt ihr euch eigentlich verständigt? Also, ich meine, habt ihr einfach gesagt, oh, ich brauche Hilfe bei Bot oder was habt ihr so gesagt? Naja, bei uns war es halt gewesen, halt welche Lane braucht mehr Hilfe, bei welcher Lane haben wir die größte Angst halt vor dem gegnerischen Champ. Das halt, es gibt manche Champs, die sind halt einfach, die werden zerstörerisch werden, wenn man die ein bisschen feedet. Halt zum Beispiel, wir hatten, das war bei mir, als wir gegen Kahn gespielt haben, war es ein Riven gewesen. Und da haben wir die ein bisschen gegankt, weil ich ein paar Probleme gegen Riven hatte. Okay, Mir wurde auch erzählt, sie war ziemlich mad gewesen, weil, naja, sie wurde einige Male gegankt. Ging die Madness hoch. Und naja, und wir haben uns halt darüber verständigt halt, wo ist das meiste, wo stehen die Probleme halt? also ist halt nicht irgendwie zufällig auf den Champ draufgegangen und sagt, so, den fokussen wir jetzt, sondern nein, wir suchen uns die Problempunkte und die bereinigen wir dann. Ja, genau. Ah ja, super. Das ist ja auch eine coole Halt. Taktik, habe ich noch nie so mitgekriegt. Also ich weiß es zum Beispiel von Team 1, dass sie gesagt haben, so, wir gucken die Schwachpunkte von den Gegnern an. Ja, die Schwachpunkte, also nicht die Stärken, die Schwachpunkte und gehen da voll drauf. Und das hat ja sehr gut geklappt, bis sie ins Halbfinale gekommen sind. Ja, also man kann durchaus machen, dass man die Schwachpunkte halt nimmt und die dann wirklich komplett aus dem Spiel nimmt, aber teilweise muss man sich überlegen, wenn es schon wirklich die Schwachpunkte sind, halt wie sehr kann man sie selber allein schon aus dem Spiel nehmen? Ah, ja, klar, natürlich. Und ich meine, was für eine Elo war denn dein Team im Durchschnitt ungefähr? Im Durchschnitt Gold. Im Durchschnitt Gold. Also ihr habt Diamonds dabei und Bronze gehabt. Nee. Nein, also nur Wir hatten Silber, Diamond und Gold. Silber, Kein Diamond, Gold. Platin. Okay. Sowas, also hier wohl. Ah ja, So, die Mitte ist sehr ausgeglichen. Vom Gold her ist Team Violett etwas im Vorteil. Mal gucken, wie sich im Laufe des Spiels entwickeln wird. Ezreal. Ne, nicht Ezreal, sondern. Wie heißt die mit dem Regenschirm da, diese Wetterfee? Wie heißen die nochmal? Jenna. Jenna. Ist Jenna. Jenna. Habe ich noch nie gespielt, habe ich noch nie gesehen. Nee, also ich mag die eigentlich. Ja, das ist schön. Ja. Sie ist vor allem so schnell unterwegs immer. Das ist gut, ja klar. So, und von dem Item, Kauf da, ich sag's dir. Ich weiß nicht, was ich mir kaufen soll. Pass auf, wenn ich Jax kaufe, dann gehe ich meistens auf Tanky, ne, und auf Schaden. So, aber wenn ich mir Schaden kaufe, dann sagen plötzlich meine Teammates, hey, du hast Jungle dabei. So, woran kann ich erkennen, dass ich ein Jungle-Item habe? Oder ein Top-Laner-Item oder was weiß ich. Genau genommen, es gibt drei Jungle-Items nur. Achso, und ich, genau, ich Es gibt nur drei. erwischen natürlich. Ja, weil Ja. das ist einmal, dass halt
Seele des uralten Golems, Seele des Echsenältesten und Seele des Spektralgeistes. Sind das? Oh, da kommt Let's Teleport auf Bot. Botlane Oh. und oh, da fällt Ur. Nein. Oh, Oh, vielleicht Karl, Tower Dive? Ralf, oh. Okay, da ist Nordhack Ein gestorben. Kill für Kirito Und und tot. ein Kill für Kahn. Wahnsinn. Also geile Sauber. Aktion, muss man sagen. Das war richtig gut Ja, gemacht von denen. das war wirklich gut, dieses Teleport. Damit haben sie. Vor Der allem Ward war die gut Ward. platziert, das war Genau, gut die Ward. geplant. Genau, also dass sie da genau in die Ward gegangen sind, also teleportiert hat. Der Kahn, also muss sagen, sein Team, was für strategische Spielzüge die haben. Wahnsinn. Ja, also Hut ab. Ich wünschte, ich hätte sowas. Ja, also bei denen, ich denke bei denen auch mal, die spielen schon länger zusammen. Ja, klar, da brauchst du ja auch natürlich. So, jetzt wird es hier ein bisschen brenzlig für. Und der Und Flash da kam sich der weg. Flash vor der Genau. Morgane Ulti. War gut, sonst wäre er wahrscheinlich gestorben. Genau. Und da kommt die Ulti und. Nein, nein, leider nicht getroffen. Von Ezreal. Gerade mal quer über die Map. So. Also die Aktion von Kahn, die war ja. Also die war Weltklasse, Mensch. Die Ward genutzt und zack, den Kill geholt. Wahnsinn. Wie sieht's in der Mitte aus? Wir waren bei dem Thema Item stehen geblieben. Also, also es gibt ja einen Unterschied zwischen AD und AP, ne? Ja, da gibt es So, Unterschiede. genau. Und die erläuterst du mir mal bitte, weil ich habe ja auch Zuschauer, die echt Level 16 und so sind und die müssen das ja auch mal irgendwann wissen. Also der Unterschied zwischen AP und AD-Item ist generell eigentlich halt, das eine gibt dir Fähigkeitsstärke und das andere gibt dir AD-Schaden halt, Genau, Attack Schaden. Damage. Ja. Ja, und halt bei zum Beispiel jetzt, bei jetzt Katarina zum Beispiel, da skaliert halt, skalieren die Spells, die machen mit Spells Schaden und die Spells skalieren auf AP. So, und deswegen kaufst du Fähigkeitsstärke. Genau. Halt, weil Okay. darauf die Spells darauf skalieren und damit stärker werden. Und halt bei Champs wie Caitlyn zum Beispiel. Bei Caitlyn kaufst du halt, Attack Damage, weil sie halt mit Auto-Attacks arbeitet und geht da gleich wieder was auf der Botlane. Ja, Weil Kahn ist schon die wieder werden, Botlane. ja, da wird Nordhack vielleicht Und dran da glauben. gleich springt er rein und Ulti Wow, vielleicht ein Oh. Double Kill? Ja, ist das. Oh, Ja, oh. oh, jetzt Oh. kann, muss vielleicht dran glauben. Jetzt kommt, Nein. nee, jetzt kommt die Ulti von Kirito und Und tschüss, Double ciao, Kill. genau. Aber jetzt wird es nochmal gut für Team Oh. Blau. Oh, jetzt wird. Oh, Oh, jetzt Kahn wird kann. sterben. Kam, ja, genau, ist tot. Ja. Jetzt Portugiesen, was macht er? Was macht er? Oh. Jetzt, ja, jetzt, Kirito stirbt auch noch. Das war wichtig für Der. Team Blau, dass das jetzt funktioniert hat. Ja. Weil Na, einfach nochmal bauen. jetzt haben sie sich. Achso. Jetzt haben sie sich. Gerettet. Und hier ist noch. Wie heißt die nochmal? Ich hab's vergessen. Jenna. Jenna. Ja, Jenna ist noch weggekommen. Ist jetzt noch weggekommen, genau. Aber das war wichtig für Team Blau, dass sie jetzt ein paar Kills gemacht haben. Sonst wären sie untergegangen. Wenn Kahn diese Aktion wirklich hätte durchziehen können, dann wäre es schlimm ausgegangen für ihn. Für die Gegner. Vor allem für die Botlane, ja. Die sind ja gerade ein bisschen hinterher, muss man so sagen. Vor allem Lulu. Wobei Lulu ist Support. Ja, da kann man ein Auge zudrücken. Na, okay, mittlerweile geht's wiederum mit dem Update mit, weil die Supporter bekommen ja sowieso tonnenweise an Gold. Die muss nur aufpassen, dass sie mit dem Level hinterherkommt, damit auch ihre Spells ein vernünftiges Level erreichen und sie ihr Team richtig supporten kann. Ja, klar. Und jetzt wieder zurück zu den Items. Genau, zu den Items. Genau. Also wir hatten jetzt AP ist für den Attack Damage und AD ist Nee. für, andersrum. Nee, andersrum. Andersrum. Also AD ist für den Attack Damage und AP ist für die Fähigkeitsstärke. So, Ja, genau. genau. Und wenn ich Und jetzt halt. genau mache, erzähl du mal Ja, weiter. Können wir und machen. halt zum Beispiel ein Champ wie Caitlyn. Man sieht jetzt zum Beispiel, Caitlyn hat sich einen Blutdürster gekauft, weil Caitlyn arbeitet komplett mit Auto-Attacks. Also, sie hat zwar ihren Q-Spell eigentlich, aber den benutzt sie normalerweise in vielen Fights nicht so großartig, weil der hat auch eine relativ hohe CD, also eine Cooldown. Okay. Und den kann sie halt nicht so oft einsetzen wie ihre Auto-Attacks. Mit den Auto-Attacks macht sie einfach viel, viel mehr Schaden als damit. Okay. Und ihr würde halt AP, also Fähigkeitsstärke, nichts bringen, weil ihre Spells nicht wirklich darauf skalieren und sie würde dann also gar keinen Schaden machen. Ach so, okay, ja. Und da muss man halt immer schauen, welcher Champ womit skaliert. Und, oh, da geht's wieder auf der Top-Lane ab. Ja, aber Oh. da der Final Dante wird höchstwahrscheinlich sterben. Oh, ja, Oh der. ja, der wird dran glauben müssen. Der wird Er dran wird zwar glauben müssen. sterben, aber. Mal gucken, wie es jetzt aussieht.
Oh nein. Oh nein. Wow, da hat aber Portugiesen Glück und gehabt. Sie stirbt, oder? Aber sie stirbt. Ja, die stirbt. Die ist tot. Nee, die stirbt nicht. Doch, die oder stirbt. Da kommt Udyr und dann stirbt sie. Ja, stirbt. Ist tot. Udyr divet eiskalt. Oh Gott. Oh, er hittet den Tau. Oh ja. Gott. Udyr. Das er hat den Tau gekillt. Also so ein bisschen das Troll war auch noch dabei. Ja. Oh Mensch, jetzt habe ich mit der Maus gewackelt. Das macht kein Thema. Also, schade für Team Blau jetzt wieder. Aber Team Violett bestimmt auf jeden Fall komplett das ganze Spiel jetzt. 3 zu 9, 6 Kills mehr. Von dem Gold her ist es immer noch sehr ausgeglichen. Ja? Ja, das Gold ist immer noch recht ausgeglichen, weil man muss überlegen, ein Kill bringt immer nur 300 Gold. Was also heißt 6 Kills. Also das ist doch schön, das ist doch gut. Ja klar, aber das ist halt auf eine Person drauf halt das Gold. Und das ist halt, wenn man sich zum Beispiel überlegt, ein Drache oder ein Tower, die bringen deutlich mehr Gold für ja, das gesamte klar. Team. Ja, klar. Die ändert das Ganze natürlich schon stärker. Ja, klar. Und vor allem Teamfights auch, weil es da deutlich mehr Assists gibt. Müssen wir auch immer überlegen. Stimmt, klar, da hat man ja noch. Also da bekommt doch der eigentliche Töter. Oder ist wieder ein Flash. Khan ist wieder auf der Top-Botlane. Ja, kein Flash, sondern Teleport, genau. Also Khan spielt anders als alle anderen und das scheint irgendwie auch zu funktionieren. 150 Gold für jeden. Ja. So Khan. Macht auf jeden Fall, ist verdammt viel am Roam dabei und vor allem er nutzt seinen Teleport wirklich verdammt gut. Ja, das ist richtig. Das nutzt er wirklich aus. Ich denke mal, das war fast eben schon auf Cooldown, gerade erst auf Cooldown gewesen, wieder von Cooldown runter gewesen und dann gleich wieder los geht's. Oh, jetzt wird's im Jungle noch ein bisschen kritisch. Ah, okay, die ziehen sich zurück. Okay. Okay, und jetzt, wenn ich jetzt jungle zum Beispiel, was würdest du mir. Was für Items würdest du mir empfehlen? Also was für eine Art von Items? Also man kommt drauf an, was du bist, welcher Jungler halt, kommt auf das Jungle-Item an, aber auf jeden Fall ein Jungle-Item, weil die Jungle-Items bringen in dieser Season ja massig an Gold ein. Ach so, okay. Ja. Weil, ja, weil die Sache ist jetzt, da sind jetzt immer, bekommst du immer so Stacks drauf. Und jedes Mal, wenn du ein großes Minion in den Camp tötest, also den großen Wolf, den großen Geist, den Blue Buff, den Red Buff oder diesen einzelnen Geist, dann gehen 40 dieser Stacks runter. Wenn 40 drauf sind, sonst gehen halt die sonst drauf sind runter. Und das sind halt 40 Gold für dich. Ui, okay. Und das summiert sich halt mit der Zeit, weil wenn du 10 Camps geklärt hast, dann hast du einfach mal schon halt 400 Gold bekommen. Okay. Nach und nach. Und die Items sind auch alle ziemlich stark. Ja. Muss man sagen. Hier, The Final Dante, der ist ja jetzt ziemlich, der hat viel Leben, wie heißt es, tanky. Ja, der ist recht, relativ der tanky. Der ist ziemlich tanky, also der hat auch eine gute Rüstung, habe ich so das Gefühl, weil, oder Fireheads macht zu wenig Schaden, das kann natürlich auch sein. Aber der ist auch 2 Stufen vorne dran, deswegen hat Fireheads seine kleinen Problemchen und, oh, im Jungle könnte es wieder ein bisschen abgehen. Khan gegen Portugiesen, doch nicht, sie meiden den Kampf. Okay, da wird der Drachen getötet und was kann Team Blau dagegen tun? Ja, das wird jetzt nur eine Frage. Also da könnte jetzt rein theoretisch mal sehen, ob hat Morgana Flash. Ja, sie hätte Flash. Ob sie reingeht mit Flash oder mit Ulti. Das violette Team. Okay, da haben sie es geschafft und okay, dass Team Blau nichts dagegen getan hat, verwunderlich. Na, was heißt verwunderlich? Das war. Das Gegnerteam ist schon ein bisschen stärker gewesen. Und die können. Also in offenen Fight würden sie wahrscheinlich verlieren. Okay, da aber der Drache ist ja noch dabei, ne? Ja, der Drache ist dabei, aber der macht auf irgendjemanden Schaden. Aber so. Trotzdem würden sie. Der ist ja nicht parteiisch sozusagen, der Drache. Ach ja, aber. Der schon wieder pausiert? Okay. Da gibt es wahrscheinlich wieder irgendwelche Probleme, aber red deinen Satz zu Ende. Ja, der Drache ist ja nicht parteiisch, der greift jemanden an, aber niemanden Spezielles halt. Der am nächsten Rand steht. Ach so, ich dachte immer, der angreift, der ihn quasi berührt, ja, der wird angegriffen, dachte ich. Nee, es wird immer der angegriffen, der am nächsten Rand steht. Okay, also wir machen jetzt eine kurze Pause. Ach, Entschuldigung, ja. Erzähl weiter. Und deswegen sollte auch immer zum Beispiel jemand tanken, der zum Beispiel auch, also entweder tanky ist wirklich, und vor allen Dingen, der nicht wirklich mit Auto-Attacks arbeitet, weil der Drachen hat auch einen Attack-Speed-Slow. Okay. Und da geht dein Attack-Speed immer weiter runter. Ah ja, okay. Also gut, wir machen jetzt eine kurze Pause, denn das Spiel wurde wieder pausiert. So, das Spiel wird fortgesetzt. Ja, wir hatten ja erlaubt Pausen, natürlich, kein Thema. Wenn irgendwelche Connection-Probleme dabei sind, kein Thema. Und ja, wir sind jetzt hier weiter, wir befinden uns in der Mitte. Die
Haben sich hier wieder aufgestellt und mal gucken, was jetzt hier so passiert. Violett führt immer noch mit 9 zu 3. Ich denke, dass Blau jetzt die Schwächsten, was ich vorhin schon gesagt habe, die schwächsten Champions angreifen wird. Habe ich so das Gefühl, weil anders könnten sie sich fast nicht mehr retten, oder wie siehst du das jetzt? Naja, also eigentlich müssten sie jetzt, also es gibt zwei Wege, was sie jetzt machen könnten, großartig. Entweder einer geht Split pushen, das heißt also, einer geht jetzt zum Beispiel, das gut geeignet in dem Fall ist Shyvana. Sie geht halt jetzt halt zum Beispiel auf die Top und ist da kontinuierlich am Pushen. Ach Und so. irgend und halt, ihr, da muss auf jeden Fall irgendjemand immer Top Lane kommen. Und Shyvana zum Beispiel ist auch ziemlich gut dafür, weil halt, sie ist ziemlich stark im 1-1. Also sie kann 1 gegen 1 ziemlich gut kämpfen. Das heißt, um sicher da wirklich zu jemanden hochzuschicken, müssen eigentlich zwei Leute hoch. Und dann würde man eine 3 gegen 4 Situation herbeirufen. Dass man die relativ gut gewinnen könnte. Oder die Sache ist, sie versuchen irgendwo Leute zu catchen und halt, oder die Leute halt im Jungle irgendwo abzufangen und zu töten. Und sich so irgendwie halt auch wieder 4 gegen 5 Situationen zu herbeizurufen, um halt die Teamfights leichter zu gewinnen. Okay, hier, der Fight ist zwischen Garen und Darius. Okay, Garen kommt weg, aber Darius ist schon ziemlich tanky, der kriegt kaum Schaden, ne? Ja, er ist relativ tanky. Er macht auch jetzt schon ziemlich guten Schaden. Also, man muss sagen, er ist, also der Spieler echt, er ist ein verdammt aggressiver Spieler, wie man sieht. Und mit seinen Champs, soweit ich es gesehen habe, die er gespielt hatte, das waren Yasuo halt, jetzt Darius oder Riven, muss man auch aggressiv sein. Wenn du passiv spielst mit Darius zum Beispiel, dann kannst du deinen Lane sowieso Ja, klicken. aber ich schätze, dass Darius jetzt, ja, der muss dran glauben. Tschüss, Ja, Darius, und mach's gut. ja, gut, tschüss. Genau, der Da war ist er zu fertig. aggressiv. Genau. Da ist Aber, Lulu und er ist wieder hochgegangen, genau. ja, aber jetzt sieht man zum Beispiel, sie bauen Druck in der Mitte wieder auf. Und den Tower kriegen sie fast zur Hälfte schon kaputt. Ja, ist So. da. Ja. Ja, und jetzt halt, wenn sie den Tower noch töten könnten, also demnächst, dann wäre es relativ worth it gewesen. Also würde sich lohnen, weil einfach ein Tower mehr wert als ein Kill. Ja, natürlich, klar. Weil, wenn du einen gekillt hast, dann hast du halt einen Gegner weniger für ein paar Sekunden. Und da kannst du es natürlich auch wieder als Vorteil für deine Teammates sehen. Ja, genau. Also, Garen geht in den Jungle oder was macht er? Nö. Oh, jetzt wird's kritisch für Team Violett. Haben diese Überzahlchance jetzt etwas genutzt. Hier oben auch wieder Fires. Fires sollte angreifen. Ja, Fires greift an. Aber, Wahnsinns-Ulti. Die Ulti war gar nicht schlecht. Wobei, ja gut. Eine selbstverständliche Ulti würde ich jetzt dazu noch sagen. Es war eine relativ selbstverständliche Ulti. Ja. Aber mal sehen, ob. Na, okay, der Final Dante wird er nicht mehr aufräumen. Ja, er wird vielleicht sogar noch sterben. Mal gucken, wie es Obwohl, abgeht. er räumt noch den. Nee, okay. Oh, da kommt Khan jetzt an. Mit Teleport und wird er noch was machen? Nee, Nee, okay, der muss schade. weg. Er muss weg. Ja, aber Ja. Team Blau kommt wieder zurück. Team Blau kommt wieder zurück. Es wird spannend bleiben auf jeden Fall. Da haben sie sich gerettet. Da haben sie sich gerettet. Jetzt werden sie natürlich total pushen, damit sie die Tower bekommen und etwas Gold. Ja, den in der Mitte werden sie haben. Ja, der ist weg. So, und jetzt mal gucken, wie weit sie kommen. Ah, sie gehen zurück. Okay. Was machen sie denn jetzt? Gehen sie zum Drachen oder was machen sie? Was schätzt du? Ich schätze, sie gehen jetzt einfach wirklich Botlane farmen, weil Ah, ja, die, klar, da das ist ist ziemlich viel Drachen. Farm. Und beziehungsweise gehen sich einfach wieder hochfarmen, weil jetzt kommen wieder die ganzen Gegner, Full Life aus der Base, sie haben alle kein Full Life mehr, Ezreal hat kaum Mana, Lulu ist fast tot. Also werden Stimmt. sie, schätze ich, Stimmt. wieder farmen, weil jetzt wieder ein Feind würden sie direkt verlieren. Ja, klar, natürlich. Und das wird dann ihr Genick quasi schon brechen, ne? Ja, dann hätten sie das, was sie gerade rausgeholt haben, wieder alles verloren. Genau. Man muss sehen, eben vor dem Fight lagen sie 7000 Gold hinten, meine ich, war das. Und jetzt sind sie nur noch 3000 Gold. Genau, jetzt sind sie wirklich auch von den Kills her wieder zurückgekommen. Das ist schön. So, dann wird was markiert. Okay. Wollen sie auf Garen drauf? Nein. Oh, und Lulu ist in der Bredouille jetzt tot. Und Lulu, tschüss. Okay, das war eine gute Ulti und Ja, das wiederum war eine einfach selbst. gecatcht. Genau.
Also Khan macht wieder einen überragenden Eindruck, muss ich sagen. Also seine Taktik mit seinem Team ist gut. Okay, Khan ist an sich ja ein Ersatzspieler. Nur es spielt einer mit seinem Account, da Khan selber leider nicht kann, denn seine Familie aus der Türkei ist irgendwie da und jetzt funktioniert er nicht. Und jetzt holen sie sich wieder den Drachen. Und Ja. der Marco, der eben für Khan spielt jetzt auf seinem Account, damit es nicht so kommt, als ob sie jetzt unfair spielen wollten. Deswegen, genau, spielen sie so. Ich meine, ist es ein großer Unterschied, wenn jetzt ein anderer beim gleichen Account spielt? Ist es ein Unterschied? Ja, ne? Vom Spielprinzip her Na, auf jeden Fall. ja, das ist ja komplett, ist egal, der Account ist ja eigentlich rein theoretisch egal. Es kommt ja eigentlich nur darauf an, auf den Spieler Skill. Genau, Das ja. ist ja das Interessante. Doch Khan an sich ist ja trotzdem ein sehr guter Spieler, ne? Also ich weiß noch, als er gegen euch gespielt hat, war er auch ziemlich gut, oder? Ja, also er war selber ziemlich gut gewesen und er selber ist auch, also ist ein guter Spieler auf jeden Fall. Ich könnte ihn auch wirklich einschätzen, dass er es wirklich mit reichlich Diamond-Spielern aufnehmen könnte. Das kann ich mir vorstellen. Er hat Halt. nämlich auch so von Makro geredet, dass er, ja, ich bin sehr zufrieden mit ihm, ne, aber so ein paar Sachen sollte er noch besser machen. Da dachte ich mir auch, okay, dann muss er schon ein ziemlicher Pro sein, wenn er so eine Aussage wagt. Aber es kann natürlich auch alles sein, dass es nur so ein bisschen, ja, ich bin der Beste und ihr seid alle schlecht und ich bin Bronze 5 oder sowas, weiß ich, ne. Ja, aber. Nee, ich schätze mal, das war einfach nur angespielt gewesen, dass er, weil der Marco hatte Kayle gespielt gehabt und Khans Main ist, soweit ich weiß, Kayle. Ach so, okay. Und da kennt er sich dann, wette ich, mit dem Champ ziemlich gut aus und es hat man immer irgendwas, was man besser machen könnte. Ja, klar, natürlich, ist immer so. Also, wenn ich mir das Spiel so angucke, da denke ich mir, boah, aber bin ich ein schlechter Spieler, hä? Nee, Ja, weil. das kommt alles mit der Zeit. Ja, klar. Aber Stufe 19, ne? Und ich habe, oh, ich glaube, 70 Wins jetzt. Ist eigentlich ganz in Ordnung, ja? Aber wenn ich mir zum Beispiel Level 16 angucke, die auch beim Turnier sich angemeldet haben, mit Wins 7, glaube ich mal. Die hatten 7 Wins, ne? Und ja, da sollte man sich überdenken, ob sie wirklich sich das richtige Spiel ausgesucht haben. Ich meine, Na, das wenn muss man man nicht so zwingend sagen, klar, dass wenn man. man so klar einen Negativerfolg hat, dann müsste man sich, glaube ich, mal an die eigene Nase fassen und nicht nur an die Teammates. Ich bin auch einer, der total über die Teammates schimpft, kein Problem, ne? Aber ich meine, wenn man 7 Wins bei Level 16 hat, dann sollte man sich Gedanken machen. Bei 7 Wins, das ist dann nicht die Sache, dass man so oft verloren hätte. Das sind schon mal Koop-Games gespielt gegen Bots? Ja. Das machen die ganze Zeit. Sie verlieren gegen Bots. Nein, sie spielen einfach nur gegen Bots. Ach Die Bot so. Wins, die stehen nicht in der, Ach, die stehen nicht in stehen den da Normal nicht drin. Games Ach Wins. so. Nee. Deswegen, die spielen einfach nur gegen Bots. Also ich habe schon Leute gesehen, halt, wenn ich ab und zu mal ein Bot Game spiele, weil ich keinen Bock habe, wirklich zu spielen und einfach nur den ersten Sieg des Tages haben will. Da hatte ich teilweise Leute gesehen, die hatten 800 Bot Games und waren Level 30 und hatten 15 Normal Wins. Oh je. Ach, kann man, Die aber man spielen einfach kann den sich ganzen Tag hochleveln. nur Bot. Man kann sich hochleveln mit Ja, Botlane. man bekommt Einflusspunkte und Erfahrung. Ach, und genauso Man viel wie kommt bei nur mit Normalen. Bot Games Level 30. Ja, also für die Zeit ja. Krass. Ja, also vor allem vor einer kurzen Zeit war es auch noch so gewesen, da konnte man auf der 3er-Map mit den Bot Games verdammt viel Erfahrung abstauben und verdammt schnell Level 30 werden. Und das hatten einige genutzt, um die Smurfs zu machen. Und ab und zu sieht man, wenn man bei High Elo zuschaut, sieht man dann Leute, die haben einen einzigen Normal Win und sind Level 30 und Diamond 1. So, das sind Was? dann irgendwelche Smurfs. Das mache ich jetzt auch. Das mache ich jetzt auch. Ich spiele einfach nur noch Bot und gehe Level 30 hoch. Aber ich meine, du hast ja keine Erfahrungswerte dann, ne? Weil ich meine, Bot-Game ist ja nicht das gleiche wie Normal-Game. Und wenn du dann irgendwann im Normal mitmachst, dann kannst du, glaube ich, total ins Essen scheißen. Oder Ja, meinst du da, das so. wäre anders? Nee, glaube ich nicht. Nee, also ich sag's mal so, auf den ersten Leveln kann man es halt machen. Also ich sag's mal so, bis Level, wenn man bis Level 10, 15 einfach nur Boardgame spielt, das kann man machen, weil der Skill-Level bis dahin wird nicht so viel größer. Man lernt nur ein paar Mechaniken im Spiel, die kann man aber auch sowohl in Boardgames lernen. Und dann sollte man sich doch irgendwann mal ranwagen, halt Normal Games zu spielen. Okay. Ja, also kennst du auch Internetseiten, in denen die Items beschrieben werden? Also weil was für Items wirklich vorgeschlagen werden, damit ich, vor allem ich, auch einen Überblick habe und ja, Darius ist tot. Ja, genau. Darius wurde einfach weggecatcht. Und ich glaube, jetzt wird Druck auf den Mid-Tower aufgebaut im Gegnerteam.
Und ja, es gibt Seiten, also es gibt einige Guide-Seiten halt. Unter anderem ist auch Loy King die Seite. Da kannst du auch Guides angeben. Da sind halt auch viele High-Elo-Guides dabei. Und für jeden, der sucht nach Guides, wenn ihr ein Guide vom Mobafire seht, nehmt die Dinger und schmeißt sie in den Müll. Die sind absolut scheiße. Die meisten Guides davon wurden nie aktualisiert und sind aus Season 1. Oh. Und was für eine Season sind wir jetzt? Vier. Siehst du, das sind ein paar Jährchen. Das heißt 3 Jahre alte Guides. Genau. Wahnsinn. Also, das kann man vergessen. Es hat sich auch ziemlich Also. verändert, lol, ne? Also, wenn man jetzt die Season 1 ansieht, so die paar Games noch, da hat sich vom Design auch sehr viel geändert, ne? Und Betsy darf dran glauben. Nein. Oh, ne. Es ist wie verkackt die Ulti. Komm, Das kann doch alle nicht weg. wahr sein. Es ist niemand gestorben. Nee, ist keiner gestorben, aber eigentlich könnte Blau doch jetzt eigentlich Ui. angreifen, oder nicht? Wobei Darius ist da. Rein theoretisch könnten sie es machen. Ich glaube auch, dass dann Kahns Team verlieren würde, den Fight. Weil momentan haben sie zwei wirklich verdammt low sind. Ich denke, jetzt wird auch der Mid-Tower wahrscheinlich dran glauben oder mindestens noch einen Kill fallen. Okay. Also nur Darius macht, glaube ich, dem Team Blau so ein paar bisschen Sorgen, weil er ziemlich tanky ist. Und wer ist denn das noch? Level Stufe 15? Wer ist denn das? Hier noch am Tower. Betsy. Ach so, Udyr. Udi, Das ist ach Udyr. Udia ist das. Wusste ich. So. Jetzt gehen Ja, sie alle aber auf Bot, zum. weil sie schon farmen können wahrscheinlich, oder? Ah, nee, Drachen. Den Nee, Drachen. Dragon. Ja. Schon sich Dragon rein und dann Oh, da kommt aber sieht schon wieder mit dem Violett Gold. kommt, aber das, ja, das Ja. Gold ist da. Ja, der Dragon geht halt in der Minute verdammt schnell. Ne, klar. Geht auch jetzt schon 30 Minuten, das Game. Und 9 zu Ja, 11, ja, schon. das ist ziemlich verhaltenes Game. Also, ich weiß nur, wenn ich spiele, dann sind da schon teilweise 40 Kills gefallen. Aber auch nur, weil man extrem viele Feeder natürlich hat, ne? Und Violett hat es natürlich jetzt ausgenutzt, dass die alle beim Drachen waren und pushen jetzt die Mitte so gut es geht. Und dann kam auch Ja, das schon die auch. Ulti von Ezreal. Ja, und. Oh, da muss er wieder dran glauben, der Darius. So, jetzt Violett zieht sich wieder zurück. Ah ja, also sehr ausgeglichenes Match. Das hätte ich nicht erwartet. Ich dachte eigentlich, dass Kahn das mit seinem Team machen wird, aber es ist sehr ausgeglichen. Und jetzt gehen sie hier zum Dragon. Nein, sie gehen noch zu. Oder gehen sie zum Dragon? Nein, sie lassen sich erst zurück teleportieren. Okay. Sie ziehen sich alle zurück, nur Garen macht oben noch ein bisschen Farm und wird wahrscheinlich die Top ein bisschen pushen. Ja, nehme ich auch an, aber halt. So gut es Also geht. ist es wirklich jetzt sehr ausgeglichen, hätte ich, um ehrlich zu sein, nicht erwartet. Ja. Ich habe jetzt eigentlich erwartet, vorhin, als wir zugeschaut haben und die schon 7000 Gold im Vorsprung waren, dass das Game in dieser Minute jetzt schon vorbei ist. Mensch, und Aber. jetzt so also eine Wendung, hey, schön, das sehen wir doch gerne, Mensch. Das ist ja schön. Und aber ich habe so das Gefühl, Garen macht ziemlich wenig Schaden. Nein, die Sache ist bei Garen. Er hat im Early hat er einen verdammt hohen Grunddamage, der im Late Game aber ziemlich versagt, der Schaden. Außer du kaufst dir halt Damage-Items. Ja, klar. Und wie man sieht, er hat keine. Garen muss ich gerade mal suchen. Hier. Ja, Dorans Klinge. Hey. Ja, Dorans Klinge und ein Langschwert. Ein Langschwert, genau. Ja, und er macht sich etwas tanky, habe ich so das Gefühl. Ja, er macht sich tanky. Ja, das ist halt eigentlich normaler, ist relativ Standard halt, dass die Toplane und der Jungle relativ tanky gehen, weil dann hast du eine vernünftige Frontlane, also Frontline, meine ich, halt, dass die vorne stehen können und halt wirklich, dass der AD Carry hinten stehen kann und von hinten drauf schießen kann, während der Rest vorne steht und selber da versucht, an den gegnerischen AD Carry und sowas ranzukommen und halt auch viel zu blocken. Also der AD Carry ist meistens ein Distanzschütze, ne? Der AD Carry ist immer. Immer eine. Oh, dann habe ich das schon mal falsch gemacht bei einem Match. Aber da war ich, als ich das letzte Mal AD Carry gespielt habe, ich glaube, da war ich noch Level 12 oder so. Also, wie gesagt, die Anfangsstunden bei LoL sind immer anstrengend und schwer, muss ich sagen. Ja, klar. Also muss man auch alles lernen, wenn man es nicht gewohnt ist. Das habe ich damals auch gemacht. Ich habe mir vor allem, ich weiß noch, auf Ashe habe ich mir Last Whisper gesteckt, weil ich nicht wusste, was eine Bogenschützin mit Schwertern soll.
Dachte, die Klinge der Endlichkeit, was ist denn das für ein Schwachsinn? Genau, Was soll die Gedanken das? hatte ich auch, aber noch vor ein paar Monaten, glaube ich, noch. Ja. Ja, oder auch für schwebende Charaktere, ja, was weiß ich, ja, die fliegende Ritterin, wie heißt, oder hier, wie heißen Jenna. die? Jenna, ja. Für die Schuhe zu kaufen, dachte ich, hä, Moment mal, die fliegt doch, die braucht doch keine Schuhe. So, ja, ganz einfach gedacht. Ne? Ja, es ist halt alles immer recht interessant, wie man damals noch dachte. Ja, genau, eben. Damals, die Genauso. alte Zeit noch, ja. Ja. Genauso wie Flash, also Blitz halt, das ist vollkommen useless eigentlich, die paar Meter, die man da Ja, genau. wegkommt. Eben. Ach, das lohnt sich nicht. Nee. Wenn man jetzt hier zuschaut, gibt es einen ohne? nein, es gibt keinen ohne Flash. Kein ohne Flash. Ja, haben alle Flash dabei. Ui. Stimmt. Alle haben Flash dabei, Mensch. Also ich war erst ein Fan von Geist, also Ghost, der, dass ich schneller rennen kann. Ja, Aber war ich dann auch. irgendwann bin ich zu Flash, weil ich dann gewusst habe, ah, man kann ja hier über die Mauern quasi jumpen quasi. Was passiert hier? Da hat jetzt Kahns Team wieder ordentlich aufgeräumt. Ja, und Fireheads wird dran glauben. Oder. Oder? Nee, Oh, der Blau hat sich überlebt. nochmal gerettet. Okay, da kam noch ein Na? Kill. Ah, da haben sie sich aber gerade noch so retten können. Da haben sie quasi es wieder gut gemacht, dass sie da einen Spieler verloren haben. Sie haben sogar zwei verloren, aber man Ich hab. muss jetzt überlegen, die Spieler selber, ob wenn die jetzt drauf gehen, ist die eine Sache, aber wenn der Tower jetzt noch mit drauf geht, dann haben sie, aber nee, okay, den können sie deffen. Oh, das war knapp mit der Jenna. Oh, Jenna muss jetzt sich, glaube ich, etwas beeilen. Die sind alle Ja. etwas low life, aber okay, gut, das funktioniert gut mit denen. Sie können sich retten und ich denke, dass sich jetzt hier das Team Blau auch noch zurückziehen wird, damit sie wieder frisch Energie tanken können. So, Ja, oh. die. Oh, okay. So. Okay, in der Mitte geht's weiter. Lulu geht nicht zurück, das wundert mich jetzt etwas. Ja, ich denke mal, er will. Die Lulu will ein bisschen den Ezreal supporten, während Ezreal Leute sucht, die er noch wegholen kann. Ah, ja, klar, natürlich. Wenn er jetzt Ja, die also. Ulti hätte, dann wäre das natürlich gut für ihn. Ja, hat er. Na, warte mal, kann man gucken. Die Ulti Ja, er hat die ist. Ulti. Hat er, genau. So, okay, aber dann geht's wieder Aber auf er bräuchte halt Bot. Vision. Also. Ja, dann ist schlecht. So, jetzt mal gucken. Oh, da könntest du wieder zu einem Fight kommen. In der Mitte. Ja, da staut sich ja schon was zusammen. Also wenn sie jetzt anfangen zu fighten, dann würde auf jeden Fall Kahns Team gewinnen, weil. Okay, war doch nicht. Ha? Okay. Also ich denke, die trauen sich einfach noch nicht so. Die Nee, sie wollen, glaube ich, sind. das Ding noch nicht entscheiden, weil sie sich noch zu unsicher. Oh, okay, da geht's los. Ja, okay, da kommen aber auch schon die Teammates. Jetzt wird's interessant. Jetzt mal gucken, wer gewinnt diesen Teamfight. Es scheint so, dass Blau das doch irgendwie noch entscheiden könnte. Darius ist tot. Ja, Blau hat den Teamfight quasi gewonnen, ne? Also hat geschafft, dass Violett wieder zurückgegangen ist. Ja, also sie wollten ursprünglich Shyvana catchen, haben sie aber nicht geschafft und dafür wurde Darius getötet. Tja, damit muss man leben, Aber ne? Udyr hat das gemacht, was ich vorhin eigentlich auch meinte, er hat gesplitpusht. Weil jetzt haben sie auch wieder einen Tower bekommen. Und also Ah, das habe ich ein gar nicht Tower für mitbekommen, ja. Darius. Ein Tower für Darius. Und noch ein Dragon. Ja, der geht fürs blaue Team. Genau. Ja, das ist ein interessantes Spiel. Mein lieber Scholli, das macht Spaß. Das ist super geil. Mein lieber Scholli, Kinder. Das ist spannend. Leck mich am Arsch. Ja. Wahnsinn. Entschuldigung für diese Fachausdrücke. Quatsch, nicht Fachausdrücke. Für die Fäkalsprache. Leck mich am Fachausdrücke. Arsch. Muss Was für ein Fachausdruck. ich. Aber wollen Sie jetzt diesen Dragon noch holen? Nein. Den Nein. Baron. Baron, Entschuldigung, ja. Meinte ich doch. Das sieht aber für mich aus wie ein Dragon. Ich dachte immer, diese unheimlichen Viecher, das sind alle Dragon. Tja. Ja. So kann man sich täuschen. Damals. Sind wir wieder beim alten Thema. Das Spiel läuft 40 Minuten jetzt schon. Ich weiß nicht, das ist ja mit Verzögerung diese Aufnahme hier, ne? Ja, 3 Und Minuten. 3 Minuten, okay.
Aber ich will immer wissen, was schon in 3 Minuten passiert ist. Ich bin immer kurz davor, in den TS zu gehen und zu fragen, wie es läuft. Aber nein, das mache ich natürlich nicht. Okay, Fire stürzt sich ins Getümmel. Wollte Kahn holen. Jetzt ist Team Blau auch wieder da. Die Ulti sehr gut von Lulu. Da hat sich jetzt Fire wieder retten können. Ja. Team Violett hat die Probleme ein bisschen so. Also, die kommen gerade nicht so klar. Aber man sieht hier auch weiterhin, Udyr ist die ganze Zeit auf Botlane und Split pusht. Weil wenn sie ihn nicht aufhalten, fällt ein Tower. Klar. Und ja, also Udyr hat auch extrem Angriffstempo, habe ich so das Gefühl. Ja, sein Fußball gibt ihm das. Sein Fußball gibt ihm sehr viel Angriffstempo. Ach ja. Das könnte man auch gerade mal nachschauen. Es sind momentan bekommt er 50% Attack Speed. Das ist viel. Ja, es ist relativ viel eigentlich. Also. Aber Violett möchte hier den Tower machen. Die wollen unbedingt den Tower haben, habe ich das Gefühl. Sie kriegen ihn nicht. Sie kriegen ihn nicht. Er geht einfach Single drauf und jetzt. Ganz jetzt dreist muss er, ohne Minions. Genau, jetzt muss er mal gucken. Ja, das wird er nicht überleben. Es kann ihn keiner slowen. Es kann ihn keiner slowen, okay. Na doch, er war geslowt. Er war geslowt. Aber was? Er war geslowt? Ja, aber man muss sagen, es ist ein Udyr. Udyr bekommt durch sein E-Spell super viel Laufspeed und er hat einen Trinity Force, also Stärke der Einigkeit, die ihm noch ziemlich viel Laufspeed grundsätzlich gibt. Aha. So, jetzt musst du eine. Das heißt also, er ist super schnell. Aha. So, Turm des blauen Teams, das war auch das Ziel von Team Violett, habe ich so das Gefühl. So, und jetzt müssen sie den Tower bashen, sonst. Ja, klar, jetzt natürlich auch ohne Minions. Und jetzt haben sie den Tower. Jetzt wird's interessant für Team Blau. Also ich glaube, die werden sich feiern. Jetzt pushen sie die Mitte, so hart es geht. Und da kommt Udyr, genau. Da kommt Udyr angerannt und versucht irgendwas zu machen. Aber sie müssen, glaube ich, weg. Sie müssen weg, weil da kommen jetzt die ganzen Champs aus der Base gelaufen. Ja, aber es war schon mal nicht schlecht gewesen. Halt, sie haben jetzt den Mid-Tower, haben sie schon ziemlich low gehauen. Mhm. Das heißt also, beim nächsten Mal, wenn sowas passiert, wird er definitiv fallen. Ja, und dann Tower steht der Inhibitor offen. Ja, der eigene Tower ist ja noch ziemlich gut. Also steht noch ziemlich gut da, ne? Und wenn, ich meine, die ersten, die den Inhibitor haben, die für die sieht es gut aus. Also bei denen läuft's und ich habe so das Gefühl, dass diese Wendung echt real wird, dass Team Blau da wirklich was reißen kann, ne? Naja, was heißt Wendung großartig? Also bisher ist ja nichts entschieden. Aber jetzt kommt der Baron und... Aber ich meine, als wir die 7000 Coins da, also die 7000 Gold für Team Violett hatten... Oder ist jemand gestorben? Wer war das? Ja, da ist Jenna gestorben. Okay. Die wurde einfach von Morgana gecued und dann war sie weg. Oh. Und der Baron geht in die Hose. Ja, der geht auf jeden Fall in die Hose. So, und okay, Blau holt sich wahrscheinlich den Baron. Ja, Blau holt sich den Baron und... Kahn stirbt, oh Gott. Das war eine gute Ulti von der Lulu. Mhm. Wurde einfach mal hochgeschmissen und jetzt holt sich das Team Blau den Baron. Außer Udyr, macht er da was? Jetzt, er müsste natürlich das total. Der Baron ziehen? Ja, sie müssen ihn natürlich fernhalten von dem Drachen, aber sie haben es geschafft. Sie haben es geschafft. Und jetzt ist Udyr tot. Okay, Team Blau, also ich meinte jetzt vorhin mit Wendung, dass Team Violett wirklich die Kills gemacht hat, die Tower zerstört hat und mehr Gold natürlich dadurch hatte. Und jetzt schau dir das Gold an, ja, das ist gerade die Wendung. Ja, jetzt liegt Team Blau vorne. Ja, jetzt wird's interessant, ja, also jetzt wird's sehr interessant. Ich denke, ich würde die Reaktion gerne im TS miterleben. Die feiern sich total wahrscheinlich. Na, ich glaube, um ehrlich zu sein, die sind alle momentan hochkonzentriert und keiner feiert sich noch. Noch zu früh zum Feiern. Ja, noch zu früh zum Feiern, genau. Das ist die 90. Minute quasi. Aber jetzt haben sie den Inhibitor. So, und jetzt ziehen sie sich zurück. Das war ja klar. Und die Ulti kommt. Alter, die Ulti finde ich so stark. Die geht auf AD. Ziemliche Range, ne? Ja, und geht auf skaliert halt mit AD. Und macht ziemlich viel Schaden. Vor allem skaliert ziemlich stark mit deiner AD. Deswegen macht es auch ziemlich viel Schaden und... Du hast eine wirklich eine Riesen-Rate. Oh, was ist... Okay, sie ist weggekommen oben auf der Top-Lane. So, jetzt muss ich Violett was einfallen lassen. Also sie können jetzt vielleicht über Top ein bisschen pushen, wenn sie das sehen. Oder sie machen Teamfight in der Mitte. Was würdest du jetzt in der Situation für Team Violett machen? Das ist eine
Gute Frage. Also, es sieht ziemlich. Ups. Passiert da was mit Jungle? Es sieht ziemlich was. Robin, bist du noch da oder hast du vergessen, Push-to-Talk zu drücken? Ich drück doch die ganze Zeit Push-to-Talk. Achso, du hast aber gerade nicht geredet, dann hat Ach er so, irgendwie dann keinen. war ich zu leise. Achso. Habe ich zu schwach gedrückt, meine ich. Also nochmal, was würdest du tun in der Situation jetzt? Man muss sagen, es ist eine ziemlich kritische Situation momentan, weil der obere Inhib ist offen. Das heißt, die Lane wird sich die ganze Zeit von selber pushen. Das Team Blau wird jetzt versuchen, einen Teamfight hinzubekommen, weil sie haben den Baron Buff, sind dadurch stärker. Weil der Baron Buff gibt einen halt AD und AP. Sowie ziemlich viel Life-Frag. Das heißt, man kann auch ziemlich viel poken und poke einstecken. Und dass man halt immer wieder das Leben regeneriert. Das ist ziemlich praktisch. Und ja, also Teamfights würden wahrscheinlich gerade verlieren. Wer Team Violett, ja, auf jeden Fall. Ja, Team Violett würde gerade die Teamfights verlieren. Das heißt, in den Und nächsten Minuten müssten sie jetzt auf den Baron gehen, ne? also jetzt müssen sie erstmal warten, wahrscheinlich farmen sie jetzt weiter erstmal, bis der Baron abgelaufen ist. Hm, ja klar. Aber dann fällt jetzt erstmal nochmal der Bot Tower. Wurde Das auch mal sieht. Zeit, dass der fällt. Ja, klar. Wollte gerade sagen. Das. Okay. Ja, hier. Ja, nee, wie heißt denn der Final Dante nochmal? Darius, Darius. Darius, Darius. Ziemlich tanky, aber keine Magieresistenz, ne? Habe ich das richtig gesagt? Doch, hat er schon. Hat er? Ja, hat er. Hat er, okay. Dieser Mantel da. Ist Dieser Magieresistenz. Mantel Und die da. Schuhe. Ah, und die Schuhe. Wegen beides Magieresistenz. Was passiert? Fires? Okay, da ist einer gestorben von. Ja, Violett scheißt gerade richtig ins Essen. So, ja, das ist gelaufen. Ich habe so echt das Gefühl, Team Blau hat es jetzt gemacht. Oh, Khan ist gestorben. Ja. Ja, jetzt holen sie sich einen Tower. Oder wo wollen sie drauf? Auf den. Okay. Oh, jetzt pushen sie aus Jetzt, einfach. ja. Jetzt wird einfach nur ausgepusht. Okay, GG, das Ding ist Ja. gelaufen. Das Ding ist gelaufen. Okay, ich hätte jetzt nicht erwartet. Hätte ich auch nicht erwartet. Glückwunsch an Team Blau. Hiermit gehen die 25 € Paysafe an euch. Ja. Danke, dass ihr alle mitgemacht habt und ich bedanke mich auch bei dir, Falki, ne? Und du kannst noch was zu dem Game sagen. Du wolltest ja irgendwas noch loswerden. Ich habe das komplett anders erwartet, um ehrlich zu sein. Der Anfang lief so, wie ich es erwartet hatte, und dann irgendwo haben sie es dann umgedreht. Irgendwo kam ein Klack und zack ist die Wendung passiert, ne? Ja, es war für mich unerwartet gewesen. Okay, ich bedanke mich bei dir, dass du hier mitkommentiert hast, ne? Gerne, Und gerne. wir sehen uns wieder. Ich sag ciao mit au, tschüss mit is beim nächsten Turnier. Ciao.